unsere Auffassung von Bitcoin ist, dass es mehr und mehr Leute gehört, dass auch was damit bewegt werden sollte, also nicht nur zum Spekulieren oder also oder halt, dass man jetzt sagt, man schickt jemanden Werte, sondern wir wollen wirklich, dass damit bezahlt wird und eingekauft wird, was zu unserer Lösung mit diesem Bestellsystem und auch in Zukunft bekommen auch direkte Warenausgabe an den Automaten. Und ja, und nicht nur 100% Kryptowährungen. Also wir haben zum Beispiel Ethereum auch implementiert, aber wir nehmen Abstand, das haben wir eh schon gesprochen, von diesen kompletten Privacy Coins. Die mögen sicher ihre Vorteile haben, also ich möchte auch nicht bewerten anfangen, das ist gut, diese Coins sind gut, diese Coins sind schlecht, aber unser Weg, wir sehen unseren Weg hauptsächlich in Bitcoin. Und den möchten wir voranbringen. Also das heißt, die Maschinen machen nur Bitcoin? Sie können Bitcoin und sie können Ethereum. Okay. Ja, also das ist so unsere Philosophie. Wir schätzen das ein, dass das bleiben wird und noch mehr werden wird. Alle anderen, wie gesagt, also wir sehen auch jetzt im Bitcoin-Handel, dass das ein großes Problem ist mit diesen Privatgeschichten. Also sie schaffen es nicht, längerfristig etwas zu betreiben, wenn das komplett in die Anonymität geht. Das ist einfach nirgendwo erwünscht. Und man kann jetzt sagen, okay, man kann dagegen ankämpfen und sagen, alles, was die anderen sagen, ist schlecht, oder man kann versuchen, einen Kompromiss zu finden und versuchen, dass vielleicht die jetzt komplett gegen Bitcoin sind und gegen Kryptowährungen sind, sehen, dass wir einen Weg bestreiten wollen, der vielleicht gemeinsam funktioniert. Ja. Ich habe eine Frage, was ist denn das aktuelle, sagen wir, Downside-Risk? Ja? Ich habe gelesen, das Kammergericht hat gesagt, das ist kein Finanzinstrument, der Bitcoin. Was ist jetzt denn, wenn die BaFin irgendwie Gegeninitiativen ergreift oder so? Kann es dann von einem Tag auf den anderen das Business vorbei sein? Oder wie schätzt ihr das ein? Oder denkt ihr, dass vielleicht sogar positiv für Regulierung kommt? Also natürlich, sobald der Gesetzgeber irgendwo eine Veränderung vornimmt, greift die sofort, wenn es rechtskräftig ist. Das ist, kann in beide Richtungen gehen. Also dass es weniger dereguliert wird, glaube ich eher nicht. Also ich glaube, wenn, wird es noch härter von den Regularien, weil halt einfach Schlagwörter wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung immer noch im Raum stehen. Aber ich halte jetzt erstmal die Variante, die wir gewählt haben, mit den hohen Sicherheitsstandards, mit der Identifikation durch eben das Lichtbild, durch den Personalausweis, erstmal ausreichend, um die Vorgaben der BaFin zu erfüllen. Aber natürlich, wenn es eine Gesetzesänderung gibt im KBG und es plötzlich einen eindeutigen Paragraphen zu den Kryptowährungen gibt, dann gelten die für alle. Also da führt kein Weg dran vorbei. Wenn morgen in der Straßenverkehrsordnung was geändert wird, dann müssen wir auch plötzlich uns dran halten. Also, ja, davor war doch das Problem auch, dass man eine Banklizenz dafür braucht. Ich glaube, dass die BaFin gemeint hat, dass man das eventuell bräuchten würde. Also es sind zwei Sachen. Hat jemand richtig durchgebrochen? Genau, es sind zwei Sachen, die entscheidend sind. Einerseits, dass es kein Finanzinstrument ist im klassischen Sinne der KBG. Das wurde in dem Urteil widerlegt. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, dass es keine Rechnungseinheit ist, dass es also keinen klaren Gegenwert gibt. Und das in Kombination untergräbt eigentlich diese Erlaubnispflicht, die man früher gebraucht hat für die Aufstellung der Automaten oder des Handelns mit Bitcoin. Und durch diese Negativbeurteilung des vierten Senats in Berlin ist einfach diese Erlaubnispflicht, die man früher bei der BaFin ansuchen musste, untergraben oder ausgehöhlt worden. Also es ist nicht Regulatoren, ist die BaFin das einzigste Finanzinstrument in Deutschland? Nochmal bitte? Gibt es mehrere Aufsichtsbehörden in Deutschland? Nein, nur die BaFin. Aber dieser Urteil ist nicht unbedingt jetzt. Es ist ein Urteil, der spezifisch auf Bitcoin übrigens, nicht auf ganz Kryptowährung. Ja. Deswegen ist der ganz ein bisschen shady. Aber okay.
jetzt spezifisch auf Bitcoin, dieser Urteil sagt, was Sie gemacht, jetzt gerade vorgeführt, vor, wie kann ich sagen, vorgestellt haben. Die Frage ist nur, es ist ja wie kann ich sagen, Gesetz. Es ist ein Urteil. Genau. Wie lange glauben Sie, Sie haben ja vor, dass diese Maschinen in ganz Deutschland installiert sind und so viel wie möglich, hoffentlich. Jetzt haben Sie vielleicht schon eine Sicht, um zu sagen, okay, bis BaFin und Gesetzgeber sich einigen und da jetzt mal vielleicht oder vielleicht auch die KWG ändern, damit Kryptowährungen in der Bezeichnung von einer Währung reinkommt, weil das sei ja das Thema. Wie lange wird das dauern? Ein Jahr, also wenn, 2 Jahre, 10 Jahre? Wenn wir das jetzt schon abschätzen könnten. Ich frage einen Hersteller, der vorhat, das in ganz Deutschland zu vertreiben. Und das ist ja, man muss ja schon wissen, okay, man geht ja jetzt nicht und stellt 3 Maschinen hin. Man denkt, ich habe jetzt 50 Aufbau. In Ihrer Planung, wie sehen Sie, dass diese Rechtlage... Ja, da hilft sich Österreich sehr. Also uns hilft Österreich sehr, weil wir da dürfen. Mhm. Und wenn jetzt, also... Wie viel gibt es schon ATMs in Deutschland, in Österreich? Nicht nur von euch, sondern allgemein? Circa 250. Und in Prag, glaube ich, sind da viele. Ganz genau. Ja. Ich denke aber, dass die Notwendigkeit sich jetzt ein bisschen erhöht, weil davor gab es diese Notwendigkeit jetzt einfach nicht. Jeder hat so ein bisschen akzeptiert, was die BaFin sagt und das so ein bisschen in die eine Richtung geschoben. Und dann war jeder fein damit und die Politik hat in dem Sinne Wichtigeres zu tun, der Gesetzgeber auch. Und auch wenn sich da irgendwelche Finanzminister EU-rechtsmäßig, parlamentsmäßig getroffen haben, dann haben wir alle festgestellt, okay, es ist ja noch gar nicht so notwendig, es reicht sich jetzt gerade noch nicht so schnell aus, wir haben noch Zeit und müssen erst mal ein bisschen abwarten, was die Experten sagen. Aber jetzt durch dieses Urteil ist jetzt ja wirklich jeder, der sich damit dem Thema beschäftigt, rausgekommen ist. Jetzt könnte natürlich die Sachlage in dem Sinne schon anders ausschauen, dass sich natürlich dann auch gerade die BaFin und dann, wenn das jetzt irgendjemand zum Beispiel anfechten würde, also den Verwaltungsrechtsweg hochgehen würde, dass dann das auf jeden Fall schneller entschieden werden könnte, dass der Gesetzgeber dann handelt. Also kann ich sagen. Ja und nein. Also wir haben jetzt ein Urteil, da gebe ich Ihnen absolut recht, wir haben noch keine Änderung im Gesetzestext. Ich habe aber ein Urteil, auf das ich mich immer wieder berufen kann. Also ich muss nicht 100% des Weges gehen, sondern 70. Ja, aber es ist ein strafrechtliches Urteil und das kann man sich halt im Verwaltungsrecht leider nicht berufen. Genau. Gebe ich Ihnen absolut recht oder gebe ich dir absolut recht, ich glaube, wir waren schon mal hier. Die Situation ist nur, wir brauchen zum aktuellen Zeitpunkt gar keine Anpassung des Gesetzes. Weil eine Anpassung... Weil wir ja gerade denken, die BaFin sagt, es ist eine Rechnungseinheit und damit keine Regelungslücke haben, weil wir es darin diskutieren können. Genau. Und wenn das jetzt wegfallen würde, irgendwann, ich weiß nicht... Wir können ja nicht in die Zukunft gucken. Mit Bitcoin kam raus, da gab es auch keine Gesetze dazu. Das war alles Interpretationsspielraum. Ja. Und jetzt gibt es einmal, da gibt es jetzt Gesetze, die gehen viele Leute erwarten. In vielen, vielen Ländern ist es rechtsfreier Raum. Ja. Ich liebe eure Radiosender, weil immer, wenn ich von Österreich über die Grenze nach Deutschland fahre, machen sich die Bayern bereits lustig über eure eigenen Gesetze. Ja, das ist der Running Gag, der Deutsche braucht alles bis ins Letzte reglementiert und selbst wenn er aufs Klo geht, muss noch stehen, bitte Vorsicht, genau. Ja, das Deckel ist natürlich nicht in jeder Hinsicht, ja. Das ist halt leider so. Aber das ist leider so und wie gesagt wurde, Bitcoin ist etwas Neues und es darf halt auch die Hoffnung nicht sterben, dass es vielleicht auch einmal positiv sein kann und nicht nur negativ. Also wir würden jetzt auch so ein bisschen annehmen, das was jetzt möglich ist, den praktikablen Weg zu gehen und sagen und hoffen, dass dann irgendwo mit mehr Akzeptanz eben auch weitere Möglichkeiten geschaffen werden. Ganz genau. Und wir laden ein, Tag der offenen Tür, es ist nichts Schlechtes dran. Wenn mir irgendjemand sagen kann, das was hier gemacht wird, hat irgendwas Negatives, dann bitte. Aber da gibt es nichts Negatives. Hier wird alles eingehalten, hier wird
Der Kunde ist glücklich. Der Kunde ist glücklich. Und in einer Welt. Keiner möchte in einer Welt leben, wo man sowas nicht mehr machen darf. Und das sind wir und das ist Politik. Und so ist Bitcoin entstanden. Würde dieses Problem schnell im Bundestag besprochen werden, würde ein Gesetz gemacht werden. Aber das ist mir noch zu klar. Also wenn man alle ICOs zusammenzählt und den ganzen Volumen, das, die ganze Kryptowährung repräsentiert, dann ist es sogar höher als BNB. Also das ist das Problem zu BNB, wenn jemand in echt geflossen ist. Dann sagt Deutschland was für Österreich. Für mich das größte Thema in letzter Vergleich zu BNB, es gibt nicht einen Sprecher, der Bitcoin vertritt. Sondern es sind alles Einzelgruppierungen, die es gut finden, die es unterstützen, die bereit sind, auch ins Risiko zu gehen. Aber es gibt nicht einen Wortführer, der sagt, es ist so, es hat sich etabliert, es erleichtert das Leben an so und so vielen Punkten. Lass uns offen darüber sprechen, wie wir das in einen Gesetzestext packen. Das habe ich schon sehr vor. Natürlich direkte Demokratie in so einem Fall. Was ist denn der rechtliche Unterschied jetzt von so einem Automaten zu einfach an der Börse zu kaufen? Weil letztendlich mache ich ja auch nichts anderes. Warum ist das jetzt verboten? Warum darf ich an der Börse, wenn ich mich ausweise, Sachen Bitcoin kaufen mit Euro? Was ist da der Unterschied? Warum ist das? Also bisher, Bitcoin.de hat ja eine Banklizenz über die Fiderbank. Also wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, das ist der gewaltige Unterschied. Die haben sich angepasst. Haben alle Voraussetzungen gebracht und natürlich hebt es den Markteintritt gewaltig. Also man, das ist in dieser Welt, leider ist es so, dass man halt dann viele Leute, die gute Ideen hat, ausschließt aus dem Markt. Und das wäre schön, wenn es nicht so wäre. Also bestehende Banken hätten theoretisch sowas machen können, aber haben es einfach nicht gemacht. Also das Stuttgart macht ja jetzt nächste Woche, kommt ja da die Bison-App raus, die also auch Handel mit Kryptowährungen macht. Also das ist sicher nächste Woche? Ja, ich hoffe es. Also ja, das haben Sie. Ich rede jetzt mal dann von der Ankündigungszeit. Zumindest arbeiten Sie immer noch dran und wir haben die Beta läuft ja. Und also gut, dann vielleicht nächsten Monat oder was ja dann auch nächste Woche wäre, dann übernächsten Monat oder sowas. Aber die arbeiten ja dran. Und eben das Urteil ging ja wirklich auch darum, um alte Bitcoin-Börsen in Deutschland. Also vielleicht kann man jetzt einfach auch eine Online-Börse aufmachen. Also theoretisch kann man es. Zu der Frage, wer jede in Deutschland registrierte Bank mit einer BaFin-Erlaubnis könnte Bitcoins handeln. Ja, doch sowieso. Aber das Interesse ist... Ein Problem ist der Konsumentenschutz, was die Banken haben. Dass die ja, auch wenn mal die Fremdwährungskredite, was zum Beispiel ganz ein großes Thema war, sind sie im Nachhinein verklagt worden, dass sie schlecht beraten haben. Und deswegen ist da eine große Scheu da, weil sie schon einmal sehr viel bezahlt haben. Ja, aber das bei ETFs oder ähnlichen, weil die irgendwelche unregulierten Sachen haben, dasselbe. Ja. Das machen Banken ja teilweise auch. Und ja, ganz genau. Oder auch nicht mehr. Deswegen eben kein Bitcoin, wenn man... Mit welcher Börse ist das verbunden dann, was Sie da, wenn man da jetzt Bitcoin kaufen will? Bitcoin. Und was ist die Limit pro Transaktion? Also ab 10.000 müssen wir den Herkunftsnachweis erbringen. Und das ist schon eine Thematik, die... 10.000 Bitcoin. Also hier, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt abheben möchte, bis wie viel kann ich abheben? Oder einkaufen? 10.000? Also eben die Thematik ist die, desto vertrauenswürdiger die Person ist, desto individueller können wir es dort entscheiden. Das ist sehr subjektiv. Die Default-Grenze gibt es da eine? Also wenn man da vorm Automaten steht, 200 Euro oder irgend sowas, so maximal? Also desto länger wir den Kunden kennen, desto mehr Erfahrungspunkte, die er bei uns sammelt, desto flexibler passen wir hier auf die Limits. Aber das ist dann so ein Start vis-à-vis und nicht über den Algorithmus. Also die Maschine hat in sich keine Limit.
Doch, hat sie schon. Natürlich. Wie hoch ist die? Diese Limits kann man selbstverständlich setzen. Also das ist eine technische Begrenzung. Ja, das ist meine Frage. Ja. Sobald heute, was Neukunde ist die technische Begrenzung, wenn ich jetzt, okay, wie viel Bitcoin kann ich jetzt wenn er nicht bekannt ist. Und wenn ich jetzt reinlaufe, kennt niemand, wie viel kann ich jetzt abheben oder Bitcoin kaufen? Circa ein Bitcoin. Okay. Pro Tag. Nicht pro Tag, Sie sind als Kunde erfasst. Genau. Okay. Und, aber das hängt natürlich mit Bremen Euro, sondern eher um. Genau. Also es werden auch die sämtlichen Zähler werden nicht in Bitcoin gerechnet, also das, was ein Kunde Transaktionsvolumen und Limits hat, sondern werden in Euro gerechnet. Und die also, Börse ist 1:1 im Preis und nicht? Kann eben gekauft werden. Nein, steht das schlecht. 5% Gebühr hier. Also, okay. Beiden Richtungen. Naja, sonst müsst ihr ja auch Geld verdienen, sonst geht es ja nicht. Und auch wenn Sie jetzt zum Beispiel 0,5 Bitcoin kaufen, 0,5 Bitcoin verkaufen, dann ist das auch einer. Dann ist das nicht halb oder wieder null, sondern es ist gesamt einer. Aber welcher Zeitraum gilt denn da jetzt für ein Jahr oder bis Ende des Jahres? Oder? Sie müssen sich einmal sein Geldwäschegesetz durchlesen, da ist sehr viel. Also, in letzter also diese Regeln, die sind nicht festgeschrieben, das, was man gerne hören würde. Ab 100 Euro ist das Geldwäsche. So steht es nicht drin, sondern weil sonst würde ja niemand mehr 100 Euro auf die Bank bringen können. Ohne dass er jetzt belegt, woher hat er die 100 Euro. Wenn jetzt jemand ein Geschäft betreibt und ein Friseur ist oder so und am Tag Umsätze tätigt, dann muss er seine Einnahmen ja auch auf die Bank tragen können und nicht dort sofort belege mir jetzt, gib mir einen Kassa-Ausdruck, woher kommen diese ganzen Bargeldsummen. Das ist das gleiche Thema hier. Wir unterscheiden uns bei der Geldwäsche-Thematik wohl von Banken. Gut, aber trotzdem ist es jetzt, wenn wir sagen, einmal die Einheit für einen halben Bitcoin einzahlen, einen halben Bitcoin abholen, sind wir auf einen Bitcoin. Ja. So, okay, dann sind wir über diese 100 Euro oder 1000 oder so, aber sind wir ja noch nicht an die 10.000 eigentlich, die ja bei Banken gilt. Ne? Ja. So, das heißt aber. Wir fangen früher an, absichtlich. Jetzt, wenn ich einmal jetzt das getätigt habe, halben einzahlen, halben auszahlen, dann bin ich ja an meine 1 Bitcoin-Grenze ran. Und was passiert dann? Dann kann ich den Automat jetzt für irgendwelchen Zeitraum nicht mehr nutzen. In diesem Fall wird es ja für Sie kein Problem sein, Ihre Mittelherkunft zu belegen. Weil Sie haben sich den Beleg vom Verkauf aufbehalten, ja. Sie haben sich den Beleg vom vom Kauf aufbehalten, genau, und können jetzt gehen und sagen, ich habe den Beleg, dann kriegen Sie natürlich ein höheres Limit. Aber wen nenne ich mich? Also, da steht jetzt nicht ständig jemand irgendwo neben dem Automat, dem mir jetzt sage, hier ist meine Anzahlung, bitte meinen Auszahlungsbeleg, oder wenn ich das ein paar Mal gemacht habe. Aber der Automat sagt, Sie dürfen nicht mehr. Bitte, okay. Bitte sagen Sie, bitte bringen Sie den Herkunftsnachweis. Okay, und muss es als Papierform sein, der Beleg, oder kann das auch digital sein? Also in dem Fall jetzt beim Automaten, Sie haben einen halben Bitcoin gekauft, dann wird der als Papierform ausgeführt, dann können Sie das natürlich scannen und schicken. Es ist ja, Sie ja, sagen... Ja, gescannt und schicken, dann könnte ich ja jemand anderen auch geben, oder nicht? Oder? Das ist... Darum braucht es ja Papier dann, oder? Ja, aber auch den Form, Sie jemand weitergeben, ist der Unterschied, ob ich das digital habe oder in Papierform. Das ist ja genau der gleiche. Sie können die Bonds weitergeben oder digital sie schicken. Also, außerdem kein Richter. Wir können nur Dokumentationen. Ja, ich will das noch verstehen. Nein, aber Sie müssen das so sehen, das ist ein Dokumentationsprozess. Ja. Wenn Sie irgendwann und Kontrollfunktionen sollen schon bei der Behörde bleiben, es macht keinen Sinn, dass jetzt der Herr Lechner zu Ihnen geht und sagt, Sie sind der Geldwäscher, Sie nicht, das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass wenn eine Behörde fragt, dass der Kunde belegt hat, woher das gekommen ist und wohin das gegangen ist. Kannst so du bei einer E-Mail auch klären, oder nicht? Natürlich, das kann man mit einer ist auch, wenn Sie bei einer Bank Mittelherkunftsnachweis erbringen, dann können Sie das mit E-Mails, mit Belegen, was Sie möchten. Ja. Also Sie werden jetzt nicht die Herkunfts Dokumente bei Ihnen speichern irgendwie, weil das Sie speichern Pass oder Ausweisfoto und Telefonnummer.
Das ist das Einzige, was ich speichern. Wenn jetzt eine Anfrage kommt von den Behörden, sie geben einfach die Koordinaten weiter von dem Einzahler oder Auszahler weiter und die Behörden müssen sich an den wenden. Weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Herr jetzt bei sich im Hinterraum eine Stockage von Dokumenten macht. Das macht keinen Sinn. Also es ist der Automat, er hat dann später mal, wenn Sie ein gewisses Limit durchkommen, kommen Herkunftsfragen. Es kommen Wohnsitzfragen, es kommen Mittelherkunftsfragen, es kommen Ausschlüsse von also politically exposed persons und sie werden auch gegen eine Terrorliste, also wir haben Zugang auf Wordcheck und Screen ja, genau, und so weiter. Genau, gegen das gescreent und wenn, also das ist der erste Schritt. Und wie machen Sie das physisch? Wie machen Sie das physisch, jetzt eine Person zu checken auf Worldcheck zum Beispiel, weil das erstmal kostet das Geld. Noch dazu. Also wir haben Terrorlisten, die haben wir abgelegt. Okay. Und auch politische Funktionslisten. Und gegen diese Namen, also das ist automatisch. Das ist automatisch, das ist live. Wenn da irgendwo ein Match ist, sind sie gesperrt. Wow. Okay. Aber das muss ja bei der Bank, oder? Muss ja bei der Bank offen sein. Ja, aber bei einer Bank hat man einen Bearbeiter, der das macht. Und der Wordcheck kostet 1000 Dollar ungefähr. Der macht aber nichts anderes und gleicht auch nur das Knapp. Ja, die Frage ist einfach nur, wie Sie das für sich machen, wenn Sie jetzt da einen Automaten haben und morgen haben Sie 500 in ganz Deutschland. Wie machen Sie das? Haben wir gesprochen vorher über die manuelle Überprüfung? Nein. Es ist nicht hundertprozentig computergestützt. Das ist eine Erleichterung. Also es wird beim Überschreiten gewisser Limits werden die Benutzer manuell auch nochmal überprüft. Okay. Das ist so wie bei einer Bank. Also ich habe das selbst bei unserer Bank präsentiert und es ist die Auskunft von dem Bearbeiter dort war, das ist ja wie bei uns. Mhm. Auch unter den 10.000. Ja, so geht's genau. Das ist genau der Prozess. Genau das, was du machst. Ja, genau. Genau. Wir reden immer nur Anwendung, dass man auch Essen gleichzeitig kauft. Nein. Ich habe der erste ist rein ATM. Also der rein mit Bitcoin beklebt ist, der macht nichts anderes, als Bargeld in Bitcoin zu wandeln oder Bitcoin in Bargeld zu wandeln. Und kann man auch, sagen wir mal, mit der EC-Karte schon die Verbindung machen, Euro? Nein. Das geht noch nicht. Also wir haben den EC-Automaten im Haus. Aber es ist mal angedacht, dass der Automat dann beides kann. Kreditkarte reinstecken kann und da die 5000 Euro auf das Konto in Bitcoin. Aktuell geht es noch nicht. Wegen der 4, wegen der Bank. Hat das was mit dieser Banklizenz auch zu tun? Mit der Lizenz? Bitte? Sie haben jetzt leider nicht verstanden, akustisch. Nein, ich weiß nicht. Aber hat das irgendwie einen regulatorischen. Oder ist das ein großes technisches Problem? Payment Terminal Provider haben das Problem, dass wenn sie jetzt, Girocard heißt die beliebteste in Deutschland, oder? Ich kenne nur die Thematik in Österreich. In Österreich ist es so, das wird hier ziemlich ähnlich sein, aber diese Terminals akzeptieren ja meistens sämtliche Kreditkarten. Und Kreditkarten sind verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen, weil 31 Tagen können sie ihren Kauf beanstanden und beanspruchen. Ja, bei großen Crypto-Exchanges kann man auch mit Kreditkarte Coins kaufen. Genau, und da muss aber der Kreditkartenbetreiber das unterbinden. Und das ist aber nicht so leicht. Und bei der geringen Nutzer, sagen die kommen nicht gering. Das ist so ein. Manche trauen sich auch bei den Kreditkartenunternehmen ist das ein Terrain, das sie nicht so gern betreten. Hm. Weil es natürlich, wenn der Kurs sich verändert, das ist Fremdwährungskredite, der Kurs hat sich verändert, es gibt einen langen Gerichtsprozess und am Ende entscheidet dann, es gibt auch eine gewisse Unsicherheit bei Prozessen, wer dann gewinnt. Und das sind Summen, die man wahrscheinlich damit gar nicht verdient hat. Also andersrum formuliert, das Risiko würden wir hier am Standort auf keinen Fall eingehen, noch an den anderen Standorten nicht, weil einfach es ein Spekulationsgut in der Form ist, was ich auch bei Rechtsstreitigkeiten und auch bei einem Urteil zu unseren Gunsten in der Form nie wieder zurückbekomme. Ja, Sie haben
gemeint, dass man in der Zukunft bei Ihnen dann über Bitcoin dann Ware zu sich nehmen kann? Jetzt schon der Fall. Ja, okay, aber haben die jetzt schon Bitcoin-Preise oder sind es Euro-Preise? Doch, sind Euro-Preise. Ja, ich frage absichtlich darum, weil ja, wenn ich jetzt als Laie reinkomme und sage, ja, ich mache das jetzt in Bitcoin, verbringe hier eine halbe Stunde Zeit, mache mein Späßchen und dann nach einer halben Stunde ist das oder diese 50 Euro, die ich eingezahlt habe, auf einmal nur 30 Euro wert. Aber genau deswegen zeichnen wir einen Euro aus. Ja, ja, aber nein, sonst ist aber die, sonst ist der wird sie irgendwann nur noch 12 Cent wert. Das würde ich jetzt nicht unbedingt. Da meine ich, ja, das ist ja weniger wert dann, oder? Außerdem gehen wir sowieso nur das aus, was nicht wert ist. Ja, ich wollte damit fragen. Erstens, diese Gebühr, 5%, ja. Zusätzlich noch diese Volatilität von dem Preis. Was soll mich bewegen, dass ich das überhaupt mache? Schnell sein. Oder kein Bargeld dabei. Könnte man die Umwechslung nicht in derselben Sekunde machen? Also wenn man kauft... Live-Preise, der Euro-Preis, genau. Wenn die Brezen kurz steigt. Ich frage nur, was... Wenn der Kurs in dem Sinne für mich gut ist, dann kann ich es ja, das ist vielleicht ganz kurz, weil wir gerade über Essen sprechen. Ich wurde gerade höflich gefragt, will noch mal was trinken oder was essen?